Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich dir die Top 10 Anime auf Amazon Prime Video vor. Alle Links zu den Anime und deren Staffeln findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit! Platz 10 – Vinland Saga. Thorfinn ist ein junger und überaus talentierter Wikingerkrieger, der sich in der Truppe Askeladd schon mehrfach behaupten konnte. Doch Thorfinns Herz schlägt nicht etwa für Plünderei und Raubzüge, sondern in ihm brennt das Feuer der Rache. Kein geringerer als Askeladd selbst war es, der Thorfinn seines Vaters beraubte und den Jungen nun als Teil seiner Wikingertruppe ausnutzt. Um endlich Rache für den Mord an seinem Vater zu nehmen, will er Askeladd in einem ehrenhaften Duell bezwingen, doch das muss der junge Wikinger sich erst einmal verdienen. Um das Recht auf ein Duell mit Askeladd zu erlangen, muss er verschiedenste Taten für diesen vollbringen. Etwa Sabotageaufträge erfüllen oder feindliche Generäle töten. Wird Thorfinn Rache an Askeladd nehmen können? Und was wird dann aus ihm werden? Das genaue atmosphärische Gegenteil von Vinland Saga bietet wohl After the Rain, einer meiner Lieblings-Romance-Anime. In After the Rain geht es um die stille Oberschülerin Akira Tachibana, die einst Mitglied des Leichtathletik-Clubs war. Allerdings kann sie aufgrund einer Verletzung nicht mehr dieselbe Geschwindigkeit wie zu früheren Zeiten erreichen. Durch ihre neu gewonnene Freizeit beginnt sie auf Teilzeit in einem kleinen Familienrestaurant zu arbeiten und verliebt sich dort in kurzer Zeit in ihren eigenen Boss, der bereits in seinen 40ern ist und zusammen mit seinem kleinen Sohn lebt. Wie sie ihrem Chef langsam näher kommt und mit ihrer Vergangenheit fertig wird, erfahrt ihr in diesem ernsten, aber doch so süßen Romance-Anime. Als nächsten Anime habe ich Dororo im Petto. Als es durch Krieg und Seuchen schlecht um seinen Einflussbereich steht, schwört Daigo Kagemitsu, Burgherr und Vasall des Feudalherrn der Provinz Kaga, den Buddhismus ab und betet stattdessen 12 Dämonen an, ihm Macht zu verleihen, was es auch kosten mag. Bei der Geburt seines Sohnes stellt sich heraus, welchen Preis er für sein Bitten bezahlen musste, denn dieser kommt verstümmelt, ohne Gliedmaßen, Haut oder Augen zur Welt. Berauscht davon, die Dämonen nun auf seiner Seite zu wissen, lässt Daigo den Säugling in einen Fluss werfen. 16 Jahre später trifft ein elternloses Kind namens Dororo, das sich mit verschiedenen Gaunereien über Wasser hält, bei seiner Flucht vor ein paar Ganoven auf einen jungen Mann in zerlumpten Kleidern, der eine Maske und Prothesen anstelle seiner Gliedmaßen trägt. Als unvermittelt ein in Schlamm gehüllter Dämon aus einem nahegelegenen Fluss aufsteigt und Dororos Verfolger verschlingt, besiegt der Maskierte das Wesen trotz seines Handicaps scheinbar mit Leichtigkeit. Begeistert von den Fähigkeiten des Unbekannten, beschließt Dororo, diesen auf seiner Reise zu begleiten. Werdet ihr Dororo und den mysteriösen Mann auf seinen gefährlichen Reisen begleiten? Ein Fantasy-Anime darf natürlich auch nicht fehlen, weswegen Danmachi ein Muss auf dieser Liste ist. Unter der Stadt Orario befindet sich ein riesiges Labyrinth, das gemeinhin als Dungeon bezeichnet wird. Nicht nur sein spezieller Name erregt Aufsehen und regt die Fantasie der Abenteurer an, die sich dort nicht nur Ehre, sondern auch eine Romanze mit einem hübschen Mädchen versprechen. In dieser Stadt der Träume und Begierden hat der frisch gebackene Abenteuer Bel Cranel eine schicksalhafte Begegnung mit der Göttin Hestia. Er strebt danach, der beste aller Abenteurer zu werden, während sie aus Einsamkeit nach Anhängern sucht. Doch beide von ihnen hätten auch gegen ein wenig Romantik nichts einzuwenden. Die erste Staffel von Danmachi beschäftigt sich hauptsächlich mit der Geschichte zwischen Hestia und Bel, die mit vielen lustigen und auch leicht edgy-lastigen Momenten gepflastert ist. Die zweite Staffel ist eigentlich keine zweite Staffel, sondern ein Prequel, in dem es um die Geschichte rund um Eis Wallenstein geht, die auch in der ersten Staffel auftaucht und dort auch eine wichtige Rolle einnimmt. Die zweite Staffel läuft übrigens zeitlich parallel zur ersten Staffel und erzählt Dinge, die man so in der ersten Staffel nicht erfährt. Es geht auch direkt romantisch weiter mit dem Anime Wotakoi – Keine Cheats für die Liebe. Narumi ist eine Büroangestellte und ein heimliches Yaoi-Fangirl. Als sie ihren Beruf wechselt, begegnet sie ihrem Jugendfreund Hirotaka, der gut aussieht, aber ein Videospiel-Nerd ist, wieder. Sie entscheiden, eine Beziehung einzugehen, aber da die beiden Nerds sind, ist eine ernsthafte Liebesbeziehung zwischen ihnen schwierig. Und somit entstehen oftmals Situationen, die für beide schnell peinlich werden. Beide trauen sich nicht richtig, einen Schritt nach vorne zu gehen. Sei dabei, wie die beiden sich langsam, aber sicher, Stück für Stück immer mehr verfallen. Erased ist so ein Anime, den man mittlerweile schon kennen sollte. Aber der Anime ist so gut, dass ich es einfach nicht lassen konnte, ihn doch mit in meine Liste einzubauen. Satoru Fujinuma ist ein Mangaka, der nicht leicht an Geld kommt.
Zudem hat er eine Gabe, er kann in der Zeit zurückreisen, sobald ein Unglück geschieht und damit Todesfälle verhindern. Als seine Mutter auf grausame Weise umgebracht wurde, geht er zurück, um diesen bisher ungelösten Fall zu lösen. Doch er findet sich in seiner alten Grundschule wieder. Genau vor der Entführung seines ehemaligen Mitschülers Kayo. Wird Satoru es schaffen, die Vergangenheit zu beeinflussen und damit die Zukunft zum Guten zu wenden? Werdet ihr bei diesem dramatischen Meisterwerk mitfiebern oder sind Drama-Anime nicht so euer Ding? Schreibt's mal in die Kommentare. Mit der rothaarigen Schneeprinzessin wird es jetzt nochmal ordentlich romantisch. Shirayuki, ein junges Mädchen, wurde mit einzigartigem apfelroten Haar geboren. Sie trifft einen berühmten, aber törichten Prinzen namens Raji, der sich sofort in Shirayuki verliebt und will, dass diese seine Konkubine wird. Shirayuki schneidet ihre Haare kürzer und flüchtet in das benachbarte Land. Als sie durch die Wälder streift, begegnet sie einen Jungen namens Sen, dessen Wunden sie heilt, der dann aber von einem für Shirayuki bestimmten Apfel vergiftet wird. Prinz Raji schickt unterdessen seine Handlanger aus, um sich auf die Suche nach Shirayuki zu machen. Was wird wohl aus Shirayuki? Und was für eine Person ist Sen in Wirklichkeit? Wenn ihr einen Anime wie Maidsummer gemocht habt, werdet ihr mit Die rothaarige Schneeprinzessin einen Anime finden, der euch bestimmt gefällt. Der Anime bietet kitschige klassische Romance ohne Schnickschnack, der stören könnte. Ein Isekai darf auf so einer Liste natürlich nicht fehlen, weswegen Gate einen festen Platz verdient hat. Zugegeben ist Gate kein richtiger Isekai, aber darüber erfahrt ihr natürlich mehr im Anime. Ganz Japan erinnert sich an das Ginza-Ereignis. Im 21. Jahrhundert tauchte plötzlich ein Tor auf, aus dem jede Menge Wesen eindrangen, die man bis dahin nur aus Büchern kannte. Diese Wesen töteten viele Bürger Tokios. Um die andere Welt zu entdecken und die Fragen zu beantworten, die sich die Menschen gestellt haben, schickt die Regierung kleine Gruppen von japanischen Soldaten in die Welt hinter dem Tor. Geführt wird diese Gruppe von dem Otaku-Soldaten Yoji. In der neuen Welt finden sie jede Menge Dörfer, die von einem Drachen angegriffen wurden. Es scheint keine Überlebenden zu geben, bis auf ein Elfenmädchen, die sich dann der Gruppe anschließt, um sie bei ihrer Reise zu unterstützen. Du begleitest also im Laufe der Geschichte den Soldaten Yoji, welcher versucht, Kontakt mit der fremden Welt aufzubauen und wichtige diplomatische Verhältnisse zu schmieden. Zwar erfindet Gate das Rad nicht neu, aber vereint viele Bereiche wie den Aufbauaspekt eines Isekais, der Romance, Comedy, aber auch Adventure wirklich sehr, sehr gut. Wenn du etwas zum Lachen suchst, kann ich dir den Anime Grand Blue nur ans Herz legen. Grand Blue ist einer dieser Anime, bei dem man erstmal nicht so genau weiß, ob er einem gefallen soll, denn der Humor in Grand Blue ist, naja, sehr stumpf und banal. Aber genau dieses Stumpfe und Banale hat genau meinen Humor getroffen. Zumal die Animation der jeweiligen Situation das Ganze mal 100 lustiger machen. Für Iori Kitahara beginnt ein neuer Lebensabschnitt, als er zum Studieren in die Küstenstadt Izu zieht. Während dieser Zeit lebt er bei seinem Onkel, der in Izu den Surfershop Grand Blue betreibt. Iori ist bereits voller Vorfreude und hat schon recht genaue Vorstellungen davon, wie sein neues Studentenleben auszusehen hat. Nämlich ruhig, mit vielen neuen Freunden und insbesondere hübschen Mädchen. Im Grand Blue angekommen, beginnt Ioris Vorstellung einer perfekten Studentenzeit allerdings schnell zu bröckeln, als er auf eine betrunkene Gruppe mehr oder weniger nackter Studenten stößt, die ihn direkt dazu nötigen, sich ihnen beim exzessiven Trinken anzuschließen. Kurzerhand steht auch Iori nur mit einer Unterhose bekleidet und völlig betrunken im Grand Blue und ist rasch zum Mittelpunkt der Gruppe geworden, nachdem er mehrere von ihnen beim Wetttrinken geschlagen hat. In genau diesem ungünstigen Moment kommt seine Cousine Shisa Kotegawa nach Hause und bestraft Iori mit ihrer völligen Missachtung. Kein guter Start für Iori. Und damit kommen wir schon zum letzten Anime in dieser Liste, nämlich Boarding School Juliet. Boarding School Juliet handelt von Romeo Inosuka und Juliet Persia, welche beide jeweils ein Wohnheim anführen. Beide haben das Ziel, sich die Herrschaft über ihre Schule an sich zu reißen. Um dies zu erreichen, kämpfen Juliet und Romeo zusammen mit ihrem Wohnheim in heftigen Auseinandersetzungen gegeneinander. Was jedoch niemand weiß, ist, dass Romeo und Juliet insgeheim ineinander verliebt sind und sich nichts weiter als ein friedliches Liebesleben wünschen. Doch werden sie es schaffen, sich unter der Annahme aller, die denken, dass sie sich hassen, näher zu kommen? Eine schöne, aber auch ein Stück weit verrückte Liebesgeschichte, die wirklich lustig und süß zugleich ist. Das soll's dann auch schon vom Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und abonniert mich, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt.
Und denkt dran, jeder der Anime ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao ciao!